Hallihallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Mission von Splinter Cell Conviction. Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Cobins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Cobin hat da nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Doch Sam wusste, dass Cobin da drin war und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie. Ladezeiten. Oder auch nicht. Und da ist auch schon Sammy, der sich einen Autospiegel klauen wird. Jetzt. Ich empfehle euch nicht nachmachen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Okay, wir können mit dem Spiegel zoomen. Uns umgucken. Cobins Haus betreten. Werden wir tun. Was genau? Das ausgeht. Unseren netten Abend machen. Was steht denn für morgen auf dem Programm? Also morgen. Damit hätten wir die erste Wache ausgeschaltet. Kann man auch anders machen. Wir sollen das Fenster erreichen, das haben wir auch schon getan. Schalten die Wache aus und gehen sofort zum Fenster. Die haben Fischer beim Markt verpasst. Jetzt müssen wir ihn wohl erledigen. Hast du gesehen, was Cobin an Medikamenten will? Der frisst mich! Damit hätten wir diese zwei Wächter. Und hier drin geht's weiter. Mit dem Wächter. Was sollen wir eigentlich mit denen machen? Tragt sie in den Hof und lasst sie von jemandem entsorgen. Das ist immerhin mal eine Ansage. Wer waren die Arschlöcher überhaupt? Keine Ahnung. CIA, KGB, was weiß ich, waren in Russland dabei. Cobin hat sie erledigt. Cobin hat Geheimagenten umgelegt? Bin beeindruckt. Und ich beunruhigt. Was soll dieser Mist? Warum zum Teufel knipst der Agenten aus? Wen hat er uns da als Auftraggeber angeschleppt? Ob jemand kommt, um nachzusehen, wo sie bleiben? Mann, seid ihr feige. Gab's bei denen was zu holen? Nein, alles mit Fingerabdrucksicherung versehen. Das Zeug lässt sich weder benutzen noch verkaufen. Und an den Nachtsichtgeräten klebt Gehirn. Musste das unbedingt sein? Mein ja nur. Haltet die Klappe. Ich glaube langsam, dass diese Geschichte für Cobin eine Nummer zu groß ist. Wenn er krepiert, passieren wir auch. Wir haben den Kronleuchter erwischt. Warum ich so still bleibe, erkläre ich euch gleich. Hey, Alter! Ich hoffe, das Gespräch konntet ihr komplett verfolgen. Es ging um zwei Geheimagenten, die Cobin erledigt haben soll. Ich weiß nicht, wer von euch mit den Koop-Trailern und so weiter vertraut ist, aber hier liegt ein Leichensack. Und hier liegt noch einer. Da. Und diesen Typen müssten die meisten von euch aus dem Koop-Modus kennen. Ist schon ein trauriges Schicksal, wenn man in der Hauptstory erfährt, dass man den Koop-Partner verliert, weil er stirbt oder beide sterben. Nehmt euch auf jeden Fall im nächsten Waffenversteck die 5-7 mit. Die beste Waffe im Spiel. Könnt ihr auf jeden Fall gut gebrauchen. Und abkassieren. Na, wird's bald. Wie sieht's aus? Wir sind schneller als geplant. Lief gut, wer sagt's denn? Keine
Mehr brauche ich nicht zu wissen. Nehmen wir wieder den gleichen. Das lief wirklich gut. Nagrin, hast du das gesehen? Ja, sie schützen ihre Investitionen. Ich möchte echt nicht in seiner Haut stecken, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Haben wir das geladen? Check. Und die Kisten? Ja, check. Das Versorgungsmaterial. Da war der Überraschungsmoment auf jeden Fall auf unserer Seite. Und nimmt hier auf jeden Fall die EMP-Granaten mit. Sammy soll zwar älter sein, ist aber viel agiler als vorher. In einem leeren Museum kann man sich nicht...